Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Juventus Turin Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Heute werden wir tatsächlich endlich das erste Spiel angehen gegen die TSG Hoffenheim. Und wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und dann gehen wir in diese Folge rein. Wir brauchen noch einen Stürmer, beziehungsweise ja, einen Stürmer brauchen wir noch. Ansonsten sind wir überall sehr gut aufgestellt. Wenn wir mal in die Aufstellung gehen, in das Teammanagement, sehen wir, dass wir hier Gonçalo Ramos haben. Unter anderem haben wir uns mit Udogie verstärkt. Leite kam, Gatti kam, Locatelli kam, Coman und Lacroix, genau, und Koundé, Mondi haben wir verpflichtet. Also im Grunde genommen brauchen wir nur noch einen einzigen Stürmer und dann sind wir überall sehr gut aufgestellt. Wir gehen dazu jetzt in die Transferzentrale, gucken einmal, wen wir da holen. Højlund haben wir schon in Neapel geholt, deswegen geht der hier raus. Es wird wahrscheinlich ein Skamaka. Wobei ich sagen muss, ich gehe eher mit Thuram, weil er ein Franzose ist. Wir werden Thuram verpflichten, Leute. Bieten wir mal 42 Millionen. Plus Philipp Kostic. Das werde ich natürlich ablehnen. Wir geben ihnen 42 Millionen und keinen Tauschspieler. 60. Komm, und dann einigen wir uns auf 45 Millionen. Darüber müssen Sie erstmal nachdenken. Okay, dann wird es wahrscheinlich Thuram. Wir haben fünf neue Nachrichten hier. Transferangebot für Bremer, das werde ich ablehnen. Frabotta kann gerne zu Benfica wechseln. Und Pellegrini zu Feyenoord. Außer Nintien möchte Frabotta von mir aus. Okay, dann wird es wahrscheinlich Thuram werden, unser letzter Neuzugang hier bei Juve in Saison 3. Hier unsere Jugendspieler immer noch nicht so ganz auf einer 60. Das finde ich schade. Gehen noch mal ein Tickchen voran hier. Bis zum 10. August. Mal gucken, was jetzt hier der Cheftrainer sagt von Napoli. Freue mich auf die Verhandlungen. Wir werden mit Thuram verhandeln. Yes. Und im Kader wird natürlich Schlüsselspieler. Na, sporadisch, ja. Klar. 4 Jahre. Keine Freigabesumme. Und beim Gehalt kriegt der 85.000. Würde ich sagen. 85.000 ist perfekt hier. Und das Gehalt ist indestruktabel. Ich gebe ihm 4.000 Euro mehr und die sagen, das ist indestruktabel. Okay, Leute, dann tut es mir leid, dann werden wir Skamaka verpflichten. Es ist indestruktabel. Oder wie man auch dieses Wort ausspricht. Das ist nicht akzeptierbar. Was wollen die immer mit diesen Tauschdeals? Zweiundvierzig Millionen. Ja, klar. Darüber müssen sie erstmal nachdenken, okay. Skamaka wird es dann wahrscheinlich, Leute.
Mit solchen Leuten arbeite ich nicht. Ganz einfach. Achtundvierzig Millionen nehmen wir an. Sporadisch. 4 Jahre. 97 von mir aus. Und beim Gehalt gebe ich ihm 140.000. Das ist ein faires Angebot und damit ist Gamaka nun offiziell der letzte Neuzugang hier. Für 48 Millionen wechselt er von West Ham zurück nach Italien. Und es ist ein A. Hervorragender Deal. Sehr schön. Genial, Leute. Und jetzt können wir endlich in das erste Spiel gehen. Gegen die TSG Hoffenheim. Supercup. Vorschlag für die Kapitänsrolle. Sollen wir Kevin De Bruyne geben? Transferangebot für Calabria von Manchester United. Das werde ich ablehnen. Und Pellegrini wird auch nicht nach Nizza wechseln. So. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Partie. Und zwar in die Höhepunkte. Spiele allerdings mit Mondi, Koundé, Bremer und Calabria. Dann das Mittelfeld Pogba, Locatelli und Tolisso. Vorne ist Scamacca, Kostic und Coman beginnen. Das ist die Startaufstellung. Wir werden die Höhepunkte spielen hier. Und das Ziel ist, das Titel zu holen. Den Titel zu holen, meine ich. Gegen die TSG Hoffenheim. Let's go. 10. Minute. Chance für Juve. Starker Ball hier auf Coman. Da ist Kostic. Und er ist schon mal pariert. 40. Minute, nächste Möglichkeit, Juve. Locatelli hier. Schickt Coman hier auf die Reise. Coman. Immer noch Coman. Mit einer Hereingabe. Und es wird Ecke geben. Jetzt kommt Hoffenheim in der 58. Ne? Stark. Wieder Juve hier in der 63. Minute. Also ich schaue, dass ich die dritte Saison schnell über die Bühne kriege. Tolisso, Ramos. Chiesa. Starke Parade hier vom Baumann. Wieder Juve hier in der 72. Minute. Kingsley Coman. Scamacca, Ramos, Scamacca. Und am Ende ist das nicht das 1 zu 0. 78. Minute. Chiesa jetzt. Legt ab. Der Ball läuft hier gut. Ramos nimmt das Tor. Am Ende heißt es 0 zu 0 und es geht in die Verlängerung. Es geht direkt ins Elfmeterschießen. Oh je. Scamacca, der erste Schütze hier. Und er verschießt. Jetzt Emilia gegen Chesney. Chesney pariert. Chiesa trifft 1-0. Skov gegen Chesney 1-1. Coman in die Mitte. Arnaud 2-1. Und jetzt muss Locatelli treffen.
Und er trifft nicht. Baumgartner gegen Chesney. Ja, Chesney pariert. Und jetzt liegt ihre Last auf Gonzalo Ramos. Er verschießt das zweite Mal. Holen wir nicht den UEFA Super Cup. Der ist für uns hier wirklich, wirklich, wirklich verflucht. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Das zweite Mal verlieren wir den Super Cup. Das kann es doch nicht sein. Wir hatten durchaus die Möglichkeiten, wirklich. Na gut. Einmal, weißt du. Das nervt mich. Das nervt mich jetzt tierisch. Für Perry nehmen wir das Angebot ab und für Danilo nehmen wir auch ab. Also ich bin bei Juve geblieben, um einmal noch den Supercup zu holen. Ein einziges Mal. Und was ist am Ende? Verlieren wir das im Elfmeterschießen. Toll. Gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim, die nie was Großes gewinnen, ehrlich. Natürlich kann man jetzt sagen, der Wettbewerb ist zweitrangig. Trotzdem wäre halt mal genial gewesen, wenn wir nach der Champions League auch den Supercup gewinnen. Auf jeden Fall ist das jetzt Gori, der uns verlässt in Richtung Watford. Okay. Jetzt geht's gegen Bergamo. Gori wurde ausgeliehen. Transferangebot für Pellegrini werde ich, denke ich, annehmen. Und ich überlege mir echt, ob ich nicht. Komm, nein, das kann ich nicht machen. Wir gehen jetzt einfach in das Spiel hier. Wir werden nichts am Team machen, gehen einfach so rein. Ich werde jetzt noch eine Saison spielen und dann werde ich sie beenden. Diese Karriere. Konter durch Juve, vierte Minute, Tonali. Was ist das denn für ein Schuss von Mbappé gewesen? Nächste Möglichkeit. Freistoß für Juve, 8. Minute. Was für ein Tor von Tonali. 1-0 Juve. Was für ein Tor in Saison 3. Sandro Tonali. 1-0 Juve, 22. Minute jetzt. Wieder so ein Ding. Mbappé trifft das Tor nicht mehr. Wieder Angriff von Juve, 40. Minute. Starker Ball hier auf Dembélé. Und immer wieder der Keeper im Weg. Wieder 56. Minute, Gelegenheit zur Flanke. Starke Parade hier vom Keeper. Wieder gute Möglichkeit. 67. Minute hier für Ratti. Der Ball wurde verloren.
Freistoß jetzt für Bergamo. 83. Über den Kasten. Am Ende gewinnen wir mit 1:0 gegen Bergamo. Immerhin mal ein Erfolg hier. Die nächste Partie gegen Bologna werde ich simulieren. Die nächste Partie gegen Bologna werde ich simulieren. Hier verlässt uns nochmal Luca Pellegrini in Richtung Florenz für 11,2 Millionen. Okay. Hervorragender Deal. Zwei neue Nachrichten. Pellegrini wurde verkauft und der Entwicklungsplan von Chesney hat jetzt eine 88. Okay. Jetzt das Spiel gegen Bologna werde ich simulieren. So, Partie wird gespielt. Schnell simulieren. Und am Ende gewinnen wir 3-2. Dembélé, Chiesa und Mbappé mit den Toren hier. Shaqiri und Ozan Kabak treffen für Bologna. 3:2 am Ende. Hier gegen Bologna ist es nochmal gut gegangen. Den Deadline Day werde ich jetzt einfach mal überspringen, denn ich will hier nichts mehr machen. So. Kalender. Überspringen wir den einfach jetzt mal. Und wir spielen einfach gegen Bayern. In der Champions League gegen Eindhoven und Lachs Linz. Okay. Nächstes Spiel ist gegen Lazio. Monatsbericht Jugendmannschaft. Ja, okay. Das ist ja unrealistisch oder uninteressant hier. Machen wir weiter. Jetzt gegen Lazio. Neues Angebot für Giordano. Wir werden verhandeln hier. Akzeptieren wir das Ganze. 2 Jahre. 550. Ja, das ist in Ordnung. So, akzeptieren wir das. Fertig. Ich wollte eigentlich gleich annehmen. Okay. So. Dann überspringen wir die Partie. Simulieren wir das auch wieder. Und hier spielen wir 1-1. Okay. Gut. Jetzt kommt Bayern. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich nicht diese Karriere jetzt beenden soll. Weil wir haben die Champions League geholt. Aber es wäre fahrlässig. Nee, machen wir weiter. Spielen wir jetzt noch die Partie hier gegen die Bayern. In den Höhepunkten und dann werde ich die Folge beenden. Mich regt halt diese Niederlage gegen Hoffenheim extrem auf. Let's go gegen die Bayern. Hier holen wir uns jetzt den Sieg. Erstmal Gelegenheit zur Flanke für die Bayern. 10. Minute. Dafür holen wir hier den Sieg. Jetzt 14. Minute Konter durch Juve. Verratti. Genialer Ball auf Mbappé. Neben das Tor. Ecke für Juve. 27. Übrigens, Coman spielt gegen seinen Ex-Club hier. Angriff von Bayern, 33. Minute hier.
Und Chesney pariert diesen. Jetzt wieder Juve, 43. Was macht denn De Bruyne? Jungs, 60. Chesney pariert. Jetzt wieder Juve, 62. Okay, ist also im Abseits. Wir liegen lieber ab auf Dembele. Genau. 1-0, endlich Chiesa. So und nicht anders. Am Ende holen wir den Sieg. 1-0. Bin zufrieden. Jetzt wieder. Zumindest läuft es hier in der Champions League. Eindhoven gegen Lax. Noch nicht gespielt. Und dann würde ich sagen, die Partie gegen Florenz in der nächsten Folge. Hier verlässt uns jetzt Federico Giordano für 2 Jahre nach Heidenheim. Genau, ich würde jetzt sagen, dass wir die nächste Folge oder die nächste Partie in der nächsten Folge spielen. Das ist dann bereits der 5. Spieltag hier. Ne, der 4. Spieltag gegen Florenz, Monza, Inter und Lax. Genau. Meine neue Nachricht, Scott Giordano ist ausgeliehen. Okay, dann würde ich sagen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mir einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren und dann morgen kommt wieder Juve. Bis dann, macht es gut, haut rein und ciao.